Boah, du bist echt so weit weg. Vor allem vom Platz 4 halt eben, ne? Also zwischen. Das ist echt diese zwei Lücken, was da sind. Der Wahnsinn. Mhm. Mein Plan ist halt auch in dieser Lücke dann nach dem Boxenstopp zu sein. Bis jetzt wäre ich 9. Also das heißt, die Lücke würde ich noch nicht erwischen. Aber es ist, ich bin jetzt gerade in Runde 4. 6 also gehst du noch. Hier in Runde 6, genau. Also ich muss sagen, die Reifen sind okay. Kann man nichts falsch machen. Kann man auf jeden Fall fahren. Bin jetzt noch nicht so richtig weggerutscht, außer dass ich mal auf dem Stein da außerhalb war. Auf dem Curb. So, ERS müssen gezielt auch einsetzen. Da oben einsetzen, hier unten einsetzen. Okay, Abstand zum Teamkollegen 41,4 Sekunden. War gerade aber auch nicht so geil, wie ich eigentlich trainiert habe. Du bist doch letzter, ne? Ja, ja, ich muss ja erstmal an die rankommen. Das ist gerade unglaublich. Wenn die dann schwer irgendwie ihren Boxenstopp machen. Also ich auch hoffe, so ab dass Runde 6. Ich bis dahin so rankommen und dass ich sie beim Boxenstopp dann überhole. Ja. Das wäre richtig gut. Ja, die müssten Runde 9 gehen. Weil meine Strategie war ja auf 9 zum Off-Weiß zu wechseln. Ah. Okay. Meine Box hat mich gewarnt, der Grip wird bald nachlassen. Das war schon besser hier. Gut rausbeschleunigt. Okay, das gefällt mir. Heißt, ich stelle glaube ich auch gleich von Fett zurück, weil ich. Fährst auch noch Fett, okay. Ja, ja, ich hab. Ich hatte 2,5 plus oder so, glaube ich, mit. Ja, 2,5 plus habe ich mitgenommen. Also ordentlich Benzin im Überschuss. Will mich natürlich jetzt so schnell wie möglich leichter fahren, ne? Ist klar. Ja, ja, ich fahre jetzt auch auf Fett. Ich hatte 2 plus. Oh, Rang nach Boxenstopp, Platz 3. Ach ja, genau, doch. Das ist genau der Lücke, die ich haben will. Ist ja logisch. Das passt schon mal. Shit. Aber jetzt habe ich hier wieder kein ERS aktiviert, weil ich ein bisschen verwirrt bin. Aber naja. Da hätte ich natürlich jetzt was rausholen können. Egal. So, ich fange an zu rutschen, also fahre ich nur noch auf Standard. Muss ja nichts riskieren. Ich merke schon, wie ich langsamer werde. Ich sehe sie wieder, die Orange hochfahren. Nicht nur auf der Karte, sondern auch so. Das ist schon mal sehr gut. Aber Positionen bleiben. Vettel immer noch auf 18. Leclerc und dann ich. Das Vettel hängt irgendwie fest, aber das ist gut. Das ist Vettel festhängt. Nicht übel. Weil der vor uns ist, oder? Der ist doch. Ja, doch, vor uns beide. Balken, Bottas und Vettel. Und dann ich. Vettel sind vor uns, genau. Ja. Sehr nice. Bei Bottas weiß ich nicht, ich glaube Bottas ist erster, ne? Glaube auch. Bottas, ja. Räikkönen, Vettel, ich, du und was auch immer. Hauptsache ja, Hamilton ist nach, nicht da. Nach mir kommt Hamilton. Hamilton ist erst irgendwie auf Platz 6. Läuft. Ja. Das läuft ja. Okay, ich bin echt saunah jetzt wieder dran. Kann natürlich jetzt gucken. Vielleicht hast du ja Vettel auch ein bisschen kaputt gemacht oder vielleicht hat der sich irgendwo anders ein bisschen kaputt gemacht, dass der irgendwie nicht so schnell fährt oder so, keine Ahnung. Ja, ich bin ihm halt hinten drauf gefahren. Ja, aber keine Ahnung, vielleicht ist er ja vorne dann irgendwo auch reingefahren oder so, keine Ahnung. Ja, vielleicht, weil nicht. Maybe. Okay, er lässt mich auf jeden Fall nicht vorbei. Shit. Jetzt muss ich aber. Jetzt muss er. Boxenstopp. Oh, jetzt die Orange hoch hier in diesen ganzen Idioten.
Ach du Scheiße, Vettel neben mir, Stroll vor mir. Ah, da sollte man gut Abstand und halten. Und ja, Rouge, ja, ja, ich habe auf jeden Fall wieder zurückgesteckt. Auf jeden Fall wieder nebeneinander die Rouge fahren ist nicht unbedingt gesund. Ja, vor mir war einer und neben mir und hinter mir natürlich auch. Das war sehr gefährlich gerade. Aber ich habe zurückgesteckt. Aber wenn man in der Rouge gut durchkommt, kann man halt gut dann im Windschatten da auf der langen Gerade überholen. Vor allem, wenn man DRS hat. Ja. Haben wir ja normal hier mit den Leuten. Ah, er will nicht, er will nicht. Ich hab Angst hier, das ist richtig gefährlich, wenn so viele hier sind. So, ich bin an der Box. Ja. Ah, hey, ist das gefährlich. Ich hab Vettel. Ich will einen Schluck Orangensaft. So, Hamilton, Raikön immer noch Zweiter und Dritter. Raikön auch an der Box. Das heißt, ich werde Zweiter nach dem Boxenstopp. Das ist aber nicht knapper als gedacht, aber... Was labert der? Der sagt Schaden am Frontflügel und ich hab gar nichts. Absolut nichts. So, jetzt erstmal Reifen warm fahren. Dann in der nächsten Runde... Oh ja, da muss man nicht aufpassen mit den weißen Reifen. Nächste Runde dann schön auf Fett fahren. So, angeblich muss ich nicht mehr in die Box, das heißt... Ja. Hamilton habe ich jetzt sogar gegen ihn einen Undercut. Obwohl ich vor ihm bin. Also er ist natürlich gerade hinter ihm, aber... Okay, Bottas vor mir, der war jetzt an der Box, ist 12. Und ich bin 13. Ja, das ist jetzt gerade... Es waren ein paar an der Box, ich bin 13. Cool. Nice. Das heißt, Punkte kommen schon mal. Boah, die weißen Reifen sind aber jetzt gerade zumindest hier gerade in diesem Zustand... Nicht so geil. Ja, ich fahre ganz okay auf den. Und Bottas hat direkt Magnussen überholt. Noch nicht ganz warm. Junge, Bottas, was eine Maschine. Magnussen jetzt vor mir, Bottas 2 vor mir. Ich bin jetzt gleich an Hamilton ran, obwohl ich echt... Also ich habe A... Okay, Magnussen... Rechtere Reifen und B eigentlich noch kalte. Hä, hey, warte, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ah, die hatten die andere Taktik. LOL. Wait. In meiner Taktik müsste man nur in Runde 9 gehen. Von gelb auf weiß. Aber es gab noch eine andere Taktik. Rot, rot, weiß oder so. Und das scheinen ein paar hier zu haben. Weil Magnussen hat rot und ist gerade vor mir aus der Box rausgekommen. Also der fährt nochmal in die Box. Ja. Ups. Bisschen gerammt. So, bin wieder erster, Hamilton an der Box. Okay, cool. Und ganz, ganz viele andere gehen jetzt auch gerade an die Box. Das hört man auch gern, wenn man die noch alle überholen muss. Oh, Hamilton vor Raikön geblieben, ganz knapp. Also bei Platz 2 und 3 ist nichts vertan. Aber ich finde das gut, dass Hamilton auf Platz 2 ist. Besser als Raikön. Weil Hamilton ja weniger Punkte hat, so hole ich mir auf Raikön auf, das ist gut für mich. So, eine Runde mit Weiß gefahren, ein bisschen warm, jetzt ist das schon alles viel, viel besser. Oh, aufpassen, nicht, dass man wegrutscht. Ja, das wäre nicht geil. Abstand zum Teamkollegen. Was für Rundenzeiten fährst du? Wieso? Was hat er dir gesagt? Er hat mir gesagt 1,58,6. Abstand? Nein, 36 Sekunden Abstand haben wir, aber deine Rundenzeit aktuell ist 1,58,6, hat er mir gesagt. Interessant. Keine Ahnung, kann sein, dass ich Zeit verloren habe durch die Überholmanöver gerade. Also meine beste war 1,53. Oh, okay. Wie gesagt, kann sein, dass ich
Oha, eine halbe Sekunde mit Weiß schneller, krass. Also entweder wird die Strecke besser oder ich werde besser. Irgendwas wird besser. Irgendwas wird besser. Oh shit, die habe ich schlecht genommen. Passiert. Okay. Okay, ich habe jemanden an der Box überholt, bin in den Punkten. Sehr Platz gut. 10. Komm, 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 komm. Ja, dieser Drecksack macht zu, Alter. Glaubst du, es waren schon alle mindestens einmal in die Box, oder? Ja, ich glaube, alle waren jetzt. Ein paar gehen nochmal, aber ich glaube, jetzt waren alle. Vor mir sind auf jeden Fall welche, die auch weiß fahren. Heißt, die waren gelb-weiß in Runde 9. Wobei, nee, jetzt ist erst Runde 9. Es kann sein, ja, dass jetzt noch welche gehen. Aber danach denke ich nicht mehr. Weil ich habe die, was ich hier vor und hinter mir habe, die haben auf jeden Fall schon gewechselt. Okay. Junge, was Alter. Machst du? Alter! What the fuck? Okay. Okay, ich habe ordentlich Leute vor mir, ja. Bottas hat die schon fast alle überholt. Bottas hat die, glaube ich, schon alle überholt. Also der ist auf jeden Fall ordentlich am Überholen. Aber wenn ich die alle überhole, müsste ich so Fünfter sein oder so. Bei mir dauert es noch ein bisschen, bis ich die überhole, aber... Okay, alles klar. Oh, langsam, langsam, langsam. I'm sorry. War mein Fehler. Ups. Irgendwie sind die CPU ist hier auf der Strecke nicht so gut. Meinst du? Ja. Er wird schon fast 25 Sekunden Abstand auf Platz 2. Vielleicht bist du einfach nur krass, ich dreh mich. Yo, mich haut's. Oh, bitte nicht in die Wand. Doch, er hat mich. Oh. Motor aus. Das heißt, er hat mich. Irgendwen hat's jetzt auch weggefetzt, ich weiß nicht wen. Es kann nicht sein. Es kann einfach nicht gut gehen. Irgendwas muss immer passieren. Oh, gelbe Flagge. Irgendwas muss immer passieren. Ah, da wart ihr, glaube ich. Oh. Nee, da waren wir nicht. Gut, da stand aber gerade irgendein anderer. Ja, wir waren oben. Nach der Rouge. Ah, okay. War der da zu zweit drin? Warst du da zu ungeduldig? Nee. Ich sag's dir gleich. Ich muss mich erst kurz beruhigen. Okay. Es ist halt so lächerlich, dass es nie gut gehen kann. Ich kann mich anstrengen, wie viel ich will. Ich weiß nicht, was mit dem anderen passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer es war. Ich kann's dir nicht sagen. Also, ne? Pass auf. Jetzt kommt's. Jetzt haut der Mike mal wieder raus, ne? Also ich bin die Rouge hochgefahren, hatte Sainz überholt gehabt, nach der Stadt Ziel hatte ich Sainz überholt. Bin die Orange hochgefahren. Als ich dann auf dem Berg so Mitte des Berges war, hat es mich leicht rausgedreht. Und dann hat es mich wieder zurück Richtung Strecke gedreht. Also ich hatte schon voll Bremse, habe versucht dagegen zu lenken und alles.
Es hat mich wieder Richtung Strecke gedreht und auch Richtung Bande. Und ich dachte, bitte nicht in die Bande, bitte nicht in die Bande. Dachte, aber ich hatte ja gerade vorhin Sainz überholt und da war auch noch ein anderer, der aus der Box rausgekommen ist. Es kann sein, dass der mich jetzt mitnimmt. Und dann kam auf einmal, als ich dann vor Mitte der Strecke war, auf ein Auto und ist in mich reingefahren. Da habe ich gesagt, er hat mich. Und eigentlich ist mein Reifen nicht weggeflogen, aber stand da, Michael Spray hat die Session aufgegeben. Vielleicht sah es nur so aus, als wäre er nicht richtig weggeflogen, aber er ist leicht weggeflogen. Nee, man kann auch ausscheiden, ohne dass der Reifen wegfliegt. Okay, ja, auf jeden Fall. Er ist mir halt voll in die Seite reingefahren und er kann dafür nichts, er hätte halt bremsen müssen oder irgendwas. Ja. Aber ich hab da halt, ich weiß nicht, was der Fehler war. Ich bin jetzt so wie du, bin ich die Rouge halt gefahren. Und ungefähr jetzt, als ich wieder links einlenken wollte, hat es mich dann da rechts rausgeballert. Wieder zurück auf die Strecke und bam. Okay, es kann ja nie funktionieren, Leute. Ich war Platz 8 oder Platz 9. Platz 9 war ich, glaube ich. Und ich hätte es auch noch weiter vorgeschafft, locker. Weil da war alles bis Platz 5 waren alle hintereinander. Vergesst, das war's von meiner Seite. Schaut bei Jan vorbei und ja, dann hoffentlich ist bei Italien alles besser. Und ich hoffe, dass mich nicht alle überholen. Mal gucken, das seht ihr bei Jan. Haut rein, bis dahin. Ciao, ja. Ciao. Ciao.